Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Ja Leute, wir sind weiterhin auf der Flucht, ins Ungewisse, auf der Suche nach der Wahrheit. Und nachdem wir die Lapis-Höhle mehr schlecht als recht überstanden haben, sind wir jetzt beim Feuerberg. Und ja, ich habe mich jetzt zwischen den Folgen kurz ausgerüstet in der Kagama-Statue. Wenn man hier guckt, dann kann man seine Items im Kangama-Lager ein bisschen hin und her schieben. Das habe ich gemacht. Und ja, ich würde sagen, let's a go. Rachel, bist du soweit? Können wir weiter? Ja. In welche Richtung sollen wir gehen? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das in dem Spiel ist, ne? Aber wenn man jetzt den richtigen Pfad nimmt, ist der andere für immer weg. Die Sache ist, eigentlich verpasst man dadurch nichts, aber uneigentlich verpasst man dadurch natürlich einen Weg, ne? Ja, komm, wir machen den Felspfad eben. Der ist auch ein bisschen zum Leveln da, ne? Wenn man den Felspfad, müsst ihr euch so vorstellen, wenn man den fertig hat, dann kommt man am Ende wieder hier raus. Und der Feuerberg selber ist halt das Ding, wo man hin muss. Und dementsprechend, ja. Sind hier halt ein paar Pokémon, die dann ganz nett zum Leveln sind. Und deswegen würde ich den tatsächlich einfach mal mitnehmen. So. Oh, Gott sei Dank. AP-Schwund ist eine der ekligsten Fallen. Weil sie einem so nachhaltig wehtut. Losivsam. Das war ganz schön schmerzhaft. Ich wollte sagen, warum spawnt denn dann nichts? Wie hoch ist die Fehlerquote bei Elektroball? Elektroball auf Tauboss ist tatsächlich deswegen nicht so gut, weil Elektroball stärker ist, je schneller man im Vergleich zum Gegner ist. Und anscheinend ist die Geschwindigkeit, also die Initiative, von Tauboss sehr hoch. Im Vergleich zu Pikachu. Mag vielleicht an dem Punkt liegen, dass Tauboss ein zweifach entwickeltes Pokémon ist, während Pikachu ein einfach entwickeltes Pokémon ist. Das vergisst man immer, ne? Das Pikachu ist ja schon ein entwickeltes Pokémon, ne? Es ist eigentlich auf dem Level von Morlord und nicht auf Hydropie. Aber Baby-Pokémon ticken da ja sowieso ein bisschen anders. Ein Idiot. Heißt das dann eigentlich auch, dass Eisenschweif stärker ist? Nee, macht genauso viel.
Oder besser gesagt, genauso wenig. Au. Macht übrigens keine Sorgen, ne? Der Feuerberg ist so lang, den hätten wir in dieser Folge sowieso nicht geschafft. Also selbst wenn wir straight up da durchgegangen wären, ja, so viel. Am Ende des Tages wäre es hätte vielleicht sogar länger gedauert, weil wir den nicht geschafft hätten. Wenn ich sag's mal so, im Vergleich zum normalen Pokémon-Spiel ist Strategie hier gar nicht mal so effektiv. Kann man nie genug haben. Nee, ja, es klingt netter, als es ist. Und jetzt finden wir einfach einen Random auf dem Boden, danke. Multi-Hit-Attacken. Immer ein Problem. Ich verstehe es nicht. Warum mit. Okay, die Agilität ist ja funktioniert ja ein bisschen anders. Dass man hier überhaupt einen Initiativwert hat, kann ich mir nur damit erklären, dass halt jetzt Attacken wie Elektroball halt in diesem Spiel existieren. Ansonsten bin ich mir unsicher, ob Initiative überhaupt schon mal in der Mystery Dungeon vorher war. Denn, ja, was bringt einem Geschwindigkeit in einem Spiel, in dem man Züge macht? Ne? Und entsprechend verbessert Agilität ja auch nicht nur die Initiative oder nicht die Initiative, sondern du kannst halt zweimal ziehen, während andere nur einmal ziehen. Das ist halt der Unterschied. Wo ist was? Hier waren wir doch schon einmal. Sind wir nicht an dieser Stelle aufgebrochen? Ich vermute, der Pfad hat uns im Kreis herumgeführt. Wir müssen wohl durch den Feuerberg, wenn wir weiter wollen. Korrekt. Wir haben tatsächlich kein Level aufgestiegen, aber... Ich würde mal behaupten, das ist okay. Wir haben Mini-Belebersamen gesammelt. Gar nicht mal so wenige. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt mal in den Feuerberg. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. So. Wir haben auch nur 9 Minuten gebraucht für den Pfad, also so... Vielleicht sah es ja gar nicht aus. Da kann man mit arbeiten. Warum hast du jetzt nicht Alpha-Knarre gemacht?
Overkill. Alter. Ja. Ja, Magmi ist jetzt natürlich nur ein Anfang. Natürlich werden später wahrscheinlich noch Magma kommen und dann wird es ein bisschen komplizierter, denke ich mal. Ausgezeichnet. Ich steige immer noch nicht ganz hinter durch, wie die KI Items priorisiert, aber ich denke mal, Magby war das Problem, warum Hydropi nochmal umgedreht ist. Danke. Ich finde es auch immer super, dass die KI sogar so einen kompletten Scheiß drauf gibt, AP zu sparen. Ja, dass man ein bisschen gleichmäßig das Ding macht, nee, Aquaknarre bis leer ist. Dann können wir mal andere Sachen einsetzen. Ich verstehe es in Situationen, in Aquaknarre die einzige Attacke ist, die trifft. Aber wenn du schon Face-Off machst, dann nutzt doch eine andere Attacke. Und da ist Aquaknarre leer. Habe ich schon was eingesammelt? Nee. Und da sind die Taubos wieder. Danke sehr. Ja, Feuer-Pokémon können auf Lava laufen. Das ist in der Regel echt ein bisschen nervig, weil die dann von Ecken kommen, von denen man nicht hin kann. Aber das ist theoretisch bei Wasser-Pokémon ja auch so. Aber da fällt es einem auch nicht so krass auf, finde ich. Aber es klappt. Sehr. Danke vielmals.
Mit dem Warten ist halt ein Free Heal. Oh, nee. Ja gut, die Wasserattacken sind eh weg. Natürlich kannst du Glut. Von allen Seiten kommen sie jetzt und ich penne ein. Letzte Bastion. Wenn du eingeschlafen bist, kannst du ja nicht mehr wechseln. Dementsprechend ist das schon die beste Option. Kann nicht wahr sein. Was mache ich denn du? Willst du mich verarschen? Bin ich jetzt verbrannt unvergiftet oder hat es das überschrieben? Das hat es überschrieben. So, Ebene 6. Von allen Seiten kommen sie wieder. Ich sag da, Mann, ey. Manche Attacken, Alter, Intensität auf einem großen, in einem großen Raum ist so mordsgefährlich, weil, guckt euch jetzt diesen riesigen Raum an, ne? Da. Wenn man unten in der Ecke ist, links in der Ecke, und der kommt gerade von da oben, ne? Aus dem oberen Gang, dann hat er so viele Attacken frei, denn Intensität ist eine Raumattacke, müsste eine Raumattacke sein. Das bedeutet, dass der gesamte Raum Schaden bekommt. Und nicht mal wenig. Irr. Hm.
Für Sonne war das tatsächlich gar nicht mal so wenig. So, sei brav und komm mit. Dieses Spiel will mich ärgern. Natürlich, Taufus. Ebene 8. Bist du zufrieden, dass du alle Aquaknarren wieder aufgebraucht hast? Ich hoffe. Alter. Warum muss es denn so viele Item-Vernichtungsattacken so im Early Game geben? Das kannst du doch keinem erzählen. Nicht mehr. Ich schaue jetzt das Item da hinten, wir gehen weg. Nee, das ist nicht genug. Das ist okay. Face-Off mit Schneckmark ist echt kacke. Weil du dadurch jetzt immer Gefahr läufst, eingeäschert zu werden. Willst du mir sagen, Feuerwirbel ist eine 40er Attacke mit Lock? Ja, okay, die 40 Schaden kamen durch die Sonne. Aber, Alter. Dumm. Hier kann ich mitarbeiten. Aber erstmal so. So dumm. Sieger ist. Gut.
Wie viel AP habe ich noch? Ja, scheiß drauf. Nehmen wir mal ein Top-Schlückchen. Blut tut weh, ist aber zumindest nicht einäschern. Ja, der Feuerberg, der zieht sich ein bisschen, aber das haben wir ja schon erwartet, dass wir das nicht in einer Folge schaffen. Sehr gut. Okay. Schleimkost, es gibt ein Item, glaube ich, das Schleimkost wieder herstellt. Es gibt auch ein Item, es gibt auch eine Falle, die nicht die Äpfel in Schleim, also es gibt eine Falle, die Äpfel in Schleimkost verwandelt. Ja, die ist ziemlich doof. Kann man sich wohl vorstellen. Ja, und es gibt auch eine Falle, die Items verklebt. Ja, das ist ein bisschen humaner, kann man schon bald sagen. Denn die sind zumindest nachdem man nach Hause kommt, wieder normal. Ja, dann kann man sie waschen. Schleimkost bleibt Schleimkost. Aber ich meine, es gab auch ein Item, mit dem man Schleimkost wieder normal machen kann. Es gibt halt auch ein anderes Item, den Einigungsorb. Es war auf jeden Fall ein Orb. Der konnte das auch. Der konnte nicht die Schleimkost reinigen, er konnte die verklebten Sachen reinigen. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass genau das der Trugschluss ist mit den verklebten Items. Aber ich hoffe es mal nicht. Und ein Level Up. Aktuell sehr nötig, scheinbar. Die Dönerwelle. Geht nicht. Gehst du über Eck? Nee. Nehme ich in Kauf. Es hat theoretisch weniger AP, sehe ich gerade. Nee, dann darf ich es natürlich nicht tun. Muss ich mir das später überlegen. Beziehungsweise vielleicht mal ein AP Plus oder so suchen, aber ja. Ich habe es jetzt mal in Kauf genommen, dass unser Eisenschweif jetzt nicht mehr so stark ist.
Donnerwelle. Aber gerade in Anbetracht, was noch kommen wird, ist eine Donnerwelle meines Erachtens nach gar nicht mal doof. Gott. Die zweite Donnerwelle war übrigens kein Missklick, sondern eine dieser Doppelattacken. Konnte man sehr gut daran sehen, dass Akani trotzdem nicht angegriffen hat. Oh mein Gott, ja stimmt, Donnerwelle und Elektroball ist ja eine Kombination wirklich OP, weil es senkt ja immer noch die Initiative. Wobei ich mir natürlich immer noch nicht sicher bin, welche Initiative. Au. Oh ja, ich bin mit Donnerwelle sehr zufrieden. Wenn ich jetzt einen Geo-Rock werfe, drehst du dann um? Nö. Dann geht's weiter. Perfekt. Gut, ein bisschen überzogen, aber passt. Leute, wir haben die Zwischenebene erreicht. Das bedeutet, beim nächsten Mal geht's ja, in den tiefen Feuerberg. Und wer sich daran erinnert, wann es das letzte Mal in der Zwischenebene gab, kann sich vielleicht denken, was es jetzt, was folgen wird. Vor allem beim Namen dieses Dungeons. Seid gespannt. Ich sag mal, es wird eine Überraschung. Eine Überraschung. Und ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.